Hallo alle zusammen. Ja, heute zeigen wir euch ein neues Auto. Also eigentlich kein neues Auto, sondern schon ein Oldtimer. Das Fahrzeug hat der Kunde als ein CLK 320 von seinem Papa bekommen. Hat ihn dann irgendwann mal auf den 6,3 Liter M156 umgebaut, nicht bei uns, aber das Fahrzeug wurde auf dem M156 umgebaut. Dann wurde komplett zu einem Black Series umgebaut mit allen originalen Black Series Teilen. Irgendwann mal hat die Firma hier auch aus der Region den M156 rausgemacht, hat das Fahrzeug auf M157 umgebaut mit einem Allradantrieb, hat es dann allerdings nicht zum Laufen bekommen. Das Projekt ist sehr lange dort rumgestanden. Dann ist das Fahrzeug zu uns gekommen, wurde dann zum Leben erweckt. Das Auto ist 2 Jahre gefahren mit dem M157. Und jetzt wurde das Auto letztes Jahr wieder zu uns gebracht. Der M157 kam raus, also ist ja der 5,5 Liter Biturbo. Und wird jetzt auf den neuen 4 Liter Biturbo umgebaut. Der Kunde hängt sehr an dem Fahrzeug, weil, wie gesagt, das hat er zum 18. von seinem Papa bekommen. Viele haben gesagt, ja, warum wird das auf so einem alten Haufen sozusagen gemacht, aber ja, das sind emotionale Hintergründe. Will sich von dem Fahrzeug natürlich nicht trennen, kann ich auch verstehen, und so wurde das Fahrzeug immer weiter und weiter modifiziert. Also man sieht ja, er ist ja ganz staubig, stand schon sehr lange bei uns, weil solche Projekte sind nicht kurz mal gemacht, vor allem weil es schon so oft an dem Fahrzeug was gemacht wurde. Sind hier sehr viele Schrauben und irgendwelche Halter nicht mehr so da, wie sie mal ursprünglich waren. Also es ist sehr kompliziert. Wir haben jetzt bei dem Fahrzeug die Carbon-Keramik-Bremse. Das alles kombiniert auch mit der elektrischen Lenkung, weil der 4 Liter hat gar keine Hydraulikpumpe mehr. Es ist vom Bauraum noch etwas kleiner wie bei den 204er. Ja. Da hat auch die Spritzwand nicht gepasst. Wir haben natürlich dazu dementsprechende Downpipes gebaut. Aber es ist alles sehr, sehr eng. Also das Fahrzeug ist, der Motorraum ist erheblich kleiner wie beim 204er. Also alles noch mehr tricky, noch enger. Und jetzt die ganze Verschlauchung. Also man sieht jetzt hier auf dem Tisch, wo man jetzt hier aus verschiedenen Schläuchen was anpassen muss, dass es hier überhaupt vom Motorabgang zum Kühler irgendwelche Verbindungen schaffen, weil das alles so sehr, sehr, sehr eng aneinander liegt. Wie gesagt, das Fahrzeug war ursprünglich, also der 209, glaube ich, ja. War ja nie gedacht, mit dieser Vorderachse zu kombinieren. Das hat die andere Firma hier noch angepasst, sodass es reingegangen ist. Und wir haben jetzt auf der Basis das praktisch weitergeführt. Aber es ist alles sehr eng. Für diesen neuen Motor, der ja jetzt sehr stark in der Höhe baut, hat man bei den neuen Fahrzeugen gar nicht so das Problem. Die älteren Fahrzeuge, da war es damals nicht so mit dem Fußgängerschutz. Wenn man jetzt so Fahrzeug aus dem Baujahr, also das ist ja, glaube ich, 2003, oder? So. Ja, ja. So aus der Zeit ist es ungefähr. Die waren ja vorne viel, viel schmäler.
die sind vorne, also es wurde wegen der Aerodynamik, die sind ja alle sehr spitz zulaufend gewesen, hier in diesem Bereich. Und die neuen Autos jetzt wegen dem Fußgängerschutz, die sind hier höher. Praktisch, wenn das Auto einen Fußgänger erwischt, dass es praktisch hier so in diesem Bereich und der dann über die Motorhaube abrollt. Die Autos früher haben praktisch einen voll an den Knien weggesimmelt und dann ist man in die Scheibe reingeflogen. Somit ist hier alles sehr, sehr niedrig. Und die Luftfilterkästen jetzt, weil hier kommen noch die Luftfilterkästen. Kannst du vielleicht mal einen zeigen, Pascal? Nur kurz, dass wir es sehen. Liegt hier gleich. Ja. Also wenn man sieht jetzt, der Luftfilterkasten kommt nachher hier noch so drauf, dann guckt das schon ziemlich weit hoch, die ganze Geschichte. Und ja, deswegen mussten wir die Motorhaube noch ein bisschen modifizieren. Das sieht jetzt noch alles ein bisschen wüst aus, wird aber frisch lackiert nachher und ja, schön gemacht. Aber das ist halt in diesem Bereich hier. Man sieht jetzt, der Luftfilterkasten ist ja ungefähr so hoch wie das Ding hier. Ja, dass die Haube jetzt gar nicht zugeht. Also da bedarf es erheblichen Anpassungen. Und man kann mit dem Motor nicht tiefer gehen, weil die Antriebswellen müssen ja seitlich rausgehen. Ja, wegen dem Allradantrieb, sonst passt das ja alles nicht. Ja, hier sieht man jetzt die ganze von unten ein bisschen. Also wie gesagt, wir mussten hier diesen Bereich hier neu anpassen, die ganzen Downpipes hier. Hier gab es ja Probleme, dass man um die Lenkung rumkommen muss. So haben wir hier die Downpipes und praktisch hier den hinteren Teil oder den vorderen Teil vom Auspuff neu gemacht. Der hintere Teil war ja schon dran. Dann haben wir natürlich hier die elektrische Lenkung verbaut und angepasst an das Fahrzeug. Und ja, jetzt ist halt das Schlimmste, sage ich mal, mit der ganzen Verschlauchung und Verrohrung hier. Dass man den Ölkühler wieder in Betrieb nehmen kann, dass die Klimaanlage, wo jetzt von den ganzen Leitungen nicht mehr so passt, in Betrieb genommen werden kann. Aber wie man sieht, ist es nicht so ja, leicht. Also es muss alles hier neu platziert werden, dass es nachher wieder funktioniert wie ein normales Auto. Ist interessantes Projekt, aber nicht so kurz mal, wie es jetzt, weil es sind halt schon viele Generationen am Motoren. Also eigentlich war für das Fahrzeug der 113er gedacht, dann wurde der 156er reingemacht und wir sind jetzt hier drei Motorengenerationen weiter. Also es kam ja der 157er und jetzt beim 177er sind wir. Aber klar, wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Deswegen ist ja das Auto bei uns, ja, damit wir es hier zum Leben erwecken. Und ja, deswegen, was nicht passt, wird passend gemacht. So ist es. Ja, das war jetzt nur so ein kleiner Vorgeschmack. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, wenn das Ganze hier startet. Wie gesagt, es muss nachher noch verschönert werden, es muss ja zum Lackierer gehen. Aber wir machen das erstmal so, dass es alles funktioniert und zumindest mal von alleine fährt.